Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktplatzes im Monat September. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Blick auf den Gasmarkt zeigt uns, dass es mit den Preisen seit unserem letzten Marktblitz zunächst etwas seitwärts verlief, aber in den letzten ein, zwei Wochen tendenziell doch eher leicht abwärts. Der Markt hat vor allen Dingen sein Augenmerk gerichtet auf Meldungen zu möglichen Streiks bei LNG-Anlagen in Australien. Daneben haben aber auch umfangreiche Wartungsarbeiten im norwegischen Kontinentalschelf gestützt. Die Exporte Norwegens sind jetzt in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen deutlich zurückgegangen. Das sind allerdings alles oder überwiegend geplante Wartungen, die schon seit längerer Zeit angekündigt wurden. Dementsprechend hat der Markt also nicht mit großartigen Preissteigerungen reagiert. Insgesamt ist die Versorgungssituation in Europa weiterhin recht gut. Wir bekommen ausreichend Gas über Pipelines, auch über LNG-Importe nach Europa, und repräsentativ für die Versorgungslage sind die Gasspeicher links für Deutschland, rechts für die EU abgebildet. Wir liegen im Moment so bei ungefähr 94%. Die Speicher werden vor Beginn der nächsten Heizperiode sicherlich dann auch voll befüllt sein. Zuletzt die Einspeisung ein bisschen abnehmen, was zusammenhängt mit den norwegischen dem Rückgang der norwegischen Gasexporte, aber die werden sich jetzt so im Laufe des Monats dann wieder normalisieren. Was nun den Ausblick angeht, also der Blick wird zunächst mal weiter auch nach Australien gerichtet. Ist es so, dass man bei einem Anlagebetreiber jetzt in den letzten Wochen eine Einigung gefunden hat. Dementsprechend sind dort also Streiks nicht mehr zu erwarten. Das sehen wir auch hier an dem Preisrückgang, den wir Mitte, Ende August hier beobachten konnten. Aber bei den von Chevron betriebenen Anlagen, da liegen die Vorstellungen Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite doch noch etwas weiter auseinander. Da haben jetzt auch in der letzten Woche Streiks begonnen. Die werden möglicherweise in den nächsten Tagen, nächsten Wochen noch mal intensiviert. Nichtsdestotrotz sind wir ganz zuversichtlich, dass sie sich in absehbarer Zeit einigen und die Auswirkungen auf das LNG-Angebot eher gering bleiben, sodass wir dann also schon in der mittleren Frist, sprich in den nächsten ein, zwei Monaten, durchaus Chancen sehen, dass die Preise nochmal fallen. Das würde bedeuten, beim Frontjahreskontrakt so bis in den mittleren 40er-Euro-Bereich, am kurzen Marktende durchaus Notierung unter 30 Euro erscheinen uns realistisch. Unterstützt wird das Ganze auch noch so ein bisschen von den Wetter- oder Temperaturprognosen. Die sind zwar, so die Meteorologen selbst, nur relativ sicher für die nächsten Tage. Nichtsdestotrotz, die Mittelfristprognosen, die erstellt werden, sehen eigentlich für die nächsten Monate tendenziell eher mildere Temperaturen vor. Und das würde hier im Preisrückgang durchaus auch unterstützen. Es bleibt allerdings ein Risiko im Markt. Wir haben im Moment Hurricane Season in den USA. Und aus der Vergangenheit wissen wir, dass es da doch immer wieder mal zu größeren Schäden an Öl- oder auch an Gasanlagen kommen kann. Europa importiert überwiegend LNG mittlerweile aus den USA. Und wenn es dort zu Angebotsstörungen kommen sollte, dann müssen wir damit rechnen, dass die Preise dann auch mal temporär ansteigen. In welchem Ausmaß und wie lange so ein Preisanstieg dann anhalten könnte, muss man dann einfach einmal abwarten, wie konkret dann da die Informationen aussehen. Aber insgesamt sind wir schon zuversichtlich, dass wir doch Chancen noch mal für niedrigere Preise in der nächsten Zeit haben. Im Strommarkt ähnliches Bild wie beim Gas. Gas beeinflusst ja auch wesentlich die Strompreise hier. Wir sehen jetzt hier zuletzt die Rückgänge, einmal durchs Gas ausgelöst, aber wir hatten auch etwas niedrigere EUA-Preise in den letzten Wochen gesehen. Und was sicherlich auch den Preisrückgang ein bisschen unterstützt hat, sind einfach niedrige Spotpreise in diesem Jahr. Wenn man mal anschaut, wie das laufende Jahr vom Markt bewertet wird, also die bisherigen Spotpreise und für das Restjahr die Terminpreise heranzieht, dann liegen wir so bei gut 100 Euro, das Frontjahr bei knapp 130. Also da ist noch eine etwas größere Differenz. Und wir denken, dass das auch ein bisschen geholfen hat, dass die Preise hier zuletzt zurückgekommen sind. Aber insgesamt gehen wir zunächst mal davon aus, dass die Entwicklung wie beim Gasmarkt ausfällt, also zunächst eher mal seitwärts. Und wenn sich die Probleme in Australien lösen und sonst nicht irgendwelche Sondereffekte eindrehen, sehen wir hier durchaus noch mal Potenzial nach unten. Frontjahr würde das bedeuten, Bereich 115, 120 können wir sehen. Die hinteren Jahre, das gilt auch beim Gas, würden allerdings dann eher etwas weniger stark fallen. Das war es dann soweit wieder von unserem Marktplatz in diesem Monat. Ich freue mich, wenn Sie im Oktober wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.